Die Kunst hat die Aufgabe, Türen dort zu öffnen, wo sie andernfalls niemand bemerkt. So lautet ein Gedanke von Peter Weibel, dem künstlerisch-wissenschaftlichen Vorstand des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe. Die Eingänge zu Räumen der Kunst sind weit geöffnet und die Ausstellungen zugänglich. Das erscheint uns heute, nach dem ersten großen Lockdown, ja beinahe schon wieder selbstverständlich. Sind Wege erst einmal gebahnt, lässt sich nur allzu schnell vergessen, dass es doch eigentlich eine rechte Kunst ist, Zugänge zu Kultur zeitgemäß zu denken. Hier am ZKM folgen wir dem Auftrag, Medienkunst zu sammeln und zu bewahren, aktuelle Tendenzen der internationalen Kunst zu präsentieren und damit für gesellschaftsrelevante Themen zu sensibilisieren. Ausstellungen und Veranstaltungen verbinden moderne und zeitgenössische Medien. Sie schaffen engmaschige Bezüge zwischen Kunst, Technologie und Wissenschaft. Aufgrund dieser an das Bauhaus anschließenden Philosophie wird das ZKM auch digitales Bauhaus genannt. Als Hommage an Künstlerinnen des Weimarer Bauhauses, die sich seit den 1920er Jahren kühn dem damals jungen Medium Film zuwandten, eröffneten wir die Ausstellung Bauhaus Film Expanded. Jener Freitagabend war ein Fest für das filmische Erbe. Mehr als 60 Arbeiten erstrahlten im Licht, darunter das erst 2019 wiederentdeckte tönende ABC von Laszlo Moholy-Nagy, ebenso wie ein Film der aus Karlsruhe stammenden Fotografin Ellen Auerbach. Abstrakte Filme, politische und experimentelle Filmessays, Architekturfilme und erweiterte Filmformen waren nach aufwendiger Recherche und Restaurierung nun für das Publikum inszeniert. Eine einzigartige Gelegenheit, in diesen Raum filmischer Avantgarde in nächster Zeit eintauchen zu können. Am Montag nach dem Eröffnungswochenende erhielten wir aus der Verwaltung die erste E-Mail zu Covid-19 betreffenden Vorsichtsmaßnahmen. Es folgten Mails zu Dienstreisebeschränkungen, Hygienekonzepten, Umsetzungsanweisungen aus der Stadt Karlsruhe und dem Land Baden-Württemberg. Darunter die Bitte, statt physischer Besprechungen Online-Meetings abzuhalten. Nur 5 Wochen nach der Ausstellungseröffnung erreichte das ZKM die Anweisung zur Schließung. Licht aus für die Medienkunst im analogen Raum. Leer die Kühlschränke, verlassen die Gänge. Das EDV-Team bot Erste Hilfe beim Vernetzen der Homeoffices und spendete freigewordene Rechnerleistung für medizinische Zwecke. Wir formulierten Absagen. Virus, Viralität, Virtualität. Unter diesem Titel gab Peter Weibel in der Neuen Zürcher Zeitung zu bedenken: Man darf behaupten, dass eine Lehre des Virus darin besteht, uns mit Macht in das digitale Zeitalter zu katapultieren. Keine Produktionsform und Rezeptionsform wird davon unberührt bleiben. Der Aufruf nicht näher kommen ziert das Eingangsportal zur Ferngesellschaft. In den 1980er Jahren entwickelten wir mit dem Personal Computer und in den 1990er Jahren mit dem Internet jene Technologien, die das Leben in virtuellen Welten ermöglichen. Aus dem lokal gebundenen Publikum im realen physischen Raum wird nun eine Versammlung von Individuen im virtuellen Raum der Teletechnologie. Diese Überlegungen führten zu neuen Produktivkräften für das ZKM. Peter Weibel entschied: Das ZKM geht auf Sendung. Lasst uns neue Wege denken. Lasst die Kunst trotz verschlossener Türen die Menschen erreichen. Lasst uns experimentieren. Lasst uns live streamen und stärker denn je online kommunizieren. Lasst uns verborgene Inhalte zeigen. Die Feminale der Musik war unser erstes 4-wöchiges Streaming-Projekt. Im täglichen Programm hatten wir Live-Interviews, Wohnzimmerkonzerte, eine Filmdokumentation und weitere Testformate.
Damit bahnten wir einen Weg durch 500 Jahre Musikgeschichte. Wir gewannen Einblicke, wie sich Arbeitsbedingungen und Werke von Komponistinnen seit dem 17. Jahrhundert bis heute verändert hatten. In Ad-Hoc-Allianz sprangen uns die Mitarbeiterinnen des Frankfurter Archivs Frau und Musik zur Seite. Mit Musikberatung und eigenen Beiträgen trugen sie als kraftvolle Partner zum Programm bei. Studierende der Musikhochschule Karlsruhe organisierten kurzerhand Notenmaterial und Aufnahmetechnik. Sie begrüßten die feminale Teilnehmerinnen zu Online-Konzerten. Die französische Violoncellistin Séverine Ballon präsentierte das Stück Solitude. Rebecca Saunders hatte es 2013 für sie komponiert. Gemeinsam mit den Zuschauern erlebten wir, wie die Feminale ein Verbundenheitsgefühl durch Musik und eine kleine abendliche Routine erzeugte. Das positive Feedback spornte uns an. Parallel zur Feminale starteten wir eine zweite Sendereihe. Bauhaus Film Expanded wurde zu Bauhaus Film Digitally Expanded. Jeweils donnerstags stand eine neue Auswahl von Ausstellungsfilmen auf der Website bereit. Sonntags erläuterten wir filmische Kontexte in Live-Gesprächsrunden. Die Zuschauer beteiligten sich per Telegram-Chat. Das Online-Programm erzeugte ein vertieftes Bewusstsein für das historische Material und führte uns zu aktuellen Facetten der Medienpraxis. Im ZKM-Sende-Exploratorium meisterte das Team des Videostudios heldinnenhaft die stetig hinzukommenden Aufgaben, jonglierte zwischen Live-Aufnahme, Schnitt und Archivierung. Und plötzlich sollte auch noch ein dreitägiges Streaming-Event vorbereitet werden. Allen war klar, die Zeit der Etüden war endgültig vorbei und hatte doch eigentlich noch gar nicht so recht begonnen. Critical Zones. So der Titel, der von Bruno Latour und Peter Weibel am ZKM vorbereiteten Ausstellung. Mit wissenschaftlicher Expertise und künstlerischen Exponaten wollten die Kuratoren in den Ausstellungsräumen Horizonte einer neuen Erdpolitik eröffnen. Mit Einblicken in die sogenannte kritische Zone wollten sie einen Zugang zur Wahrnehmung des Planeten Erde ermöglichen. Ende Mai sollte alles bereit sein. Doch da ja seit Mitte März die Ausstellungsräume für Besucher geschlossen und Kunsttransporte auf unbestimmte Zeit ausgesetzt waren, erschien der Horizont für den Eröffnungstermin plötzlich selbst außer Reichweite. Ein kühner Plan wurde geboren. Change of request. Lasst uns den Ort der Vorbereitungen wechseln und Critical Zones auf einer virtuellen Plattform einrichten. Würden wir es tatsächlich schaffen, die vom analogen in das digitale Format verwandelte Ausstellung pünktlich für die Besucherinnen zu eröffnen? Das kuratorische Team arbeitete nonstop an der digitalen Plattform. Die Publikationsabteilung finalisierte den physischen Katalog. Die Museumskommunikation vernetzte sich mit beiden und bereitete ein digitales Vermittlungsprogramm vor. Dann erreichte uns das Kommando: Lasst uns Critical Zones mit einem Streaming-Festival online eröffnen. Lasst uns ein Format denken, das Fest und Symposium zugleich ist, das in die komplexen Themen der Ausstellung einführt und auch Online-Führungen auf der virtuellen Plattform anbietet. Das aber auch ein chilliges Get-Together ermöglicht. Jeder ist willkommen. Zu einem Zeitpunkt, als die Feuilletons über allgemeine Videokonferenz-Fatigue stöhnten, hießen unsere Komplizen Optimismus und Wagemut. Kreative Flausen und Pausen waren passé. Wir konstruierten im noch leeren Ausstellungsraum ein Sendestudio, brachten Kameras, Tontechnik, Übersetzerkabinen und das Social-Media-Team in Position. Daneben eine Catering-Zone nach strengsten Hygieneanforderungen. Jeder war auf penibles Einhalten der Abstandsregeln geeicht.
Wir bereiteten Einspieler vor, testeten Streaming-Qualitäten zwischen Paris, New York, Chicago, London und Karlsruhe. Die fertigen Moderationstresen schoben wir in den Vordergrund. Im Hintergrund die einzige Großinstallation der physischen Ausstellung. Bruno Latour schaltete sich aus Südfrankreich live hinzu. Die Aufnahmeleitung gab das Go. Der dreitägige Sendemarathon nahm seinen Lauf. Am Ende hatten wir tatsächlich mit einer rein virtuellen Zuschauergemeinschaft eine Ausstellung eröffnet. Eine Ausstellung, die es im physischen Raum noch gar nicht gab. Dem Konzept der Gedankenausstellung waren wir näher denn je gekommen. Intern sprechen wir rückblickend von einem Quantensprung. In Konsequenz haben wir unsere Ressourcen für digitale Formate verstärkt. Soweit es die Kräfte erlauben, wollen wir zukünftig verstärkt hybride Veranstaltungen erarbeiten. Wir setzen auf Aktionen, die wir mit lokalem Publikum im ZKM gestalten. Telepublikum beziehen wir mit ein. Lasst uns Zugänge gestalten.